seitlich und in die Unterseite. Jetzt musst du die Brausetabletten bei ihm in die Filmdose werfen. So, jeder kriegt mal einen. Jetzt müssen wir den über die Filmdose. Aber der hält jetzt nicht, was könnte man jetzt da machen? Kleine Forscher und Forscherinnen aus Regensburg bereiten ein spannendes Experiment vor. Die Kinder werden bei dem naturwissenschaftlichen Versuch professionell und gut betreut. Einfach reinstopfen in die Dose. Ganz ohne Eltern dürfen sie heute mitmachen. Genau. Das ist auch reingestopft? Sehr gut. Die kleinen Forscher wurden heute in das Bildungscenter Candes gebracht. Schaut es bei allen so aus? Ja. Sehr gut. Eltern oder Erzieherinnen wissen nicht immer, wie sie Kindern die Welt erklären können. Schon Vierjährige verstehen abstrakte Zusammenhänge, wenn sie kindgerecht vermittelt werden. Hier helfen pädagogisch ausgebildete Studierende. Du kannst gerne noch mehr reinschütten, du kannst noch viel mehr. Ja, ja, viel mehr darfst du da reinschütten, bis die ganze Filmdose bedeckt ist. So viel Sand brauchen wir. Gib Gas. Sehr gut. Die Studierenden bringen ihr Wissen über spannende und kindgerechte Experimente mit und erklären den Kindern die einzelnen Schritte. Du musst ganz vorsichtig sein. Muss auch gar nicht alles rein. Schau mal, da ist für euch Wasser. Die Veranstaltung heißt Little Tech, zu Deutsch Technik für die Kleinen. Die Organisation der spannenden Little Tech-Projekte übernimmt Armin Gadaya von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Gerne kommt er auch zu Elternabenden und Elternveranstaltungen, um über die Vorteile der frühpädagogischen Bildung zu informieren. Rahmenbedingungen, Dauer und Schwerpunkt für das Little Tech-Projekt werden individuell vereinbart. Übrigens, der neue bayerische Bildungs- und Erziehungsplan widmet den Themen Naturwissenschaft und Technik in der Früherziehung ein eigenes Kapitel. Was haben wir denn da gesehen? Wieso ist denn jetzt auf einmal irgendwas in unserem Handschuh drin? Wir haben doch da gar nichts reingetan. Ja? Das Gas. Ja, genau. Wo kommt das Gas nochmal her? Aus der Brause. Super, genau. Wenn die Brause mit Wasser in Berührung kommt, dann steigt das Gas auf. Und es will ja an die Oberfläche.